So. Ah ja. Großartig, das ist ja fast. Wir haben gerade über Sie gesprochen und da sind Ja, Sie ich rufe schon mal den Bewerber an, dass die wieder da sind, Chief. Oh Gott. Können Sie den Oder war ein Scherz? doch nicht? Können Sie vielleicht Masters das Gespräch übernehmen und ihm klar machen, dass das mit dieser scheiß Gang-Unit-Scheiße hier nicht so läuft? Das habe ich ihm im Vorfeld gesagt, dass er dieses Wort, dieses zusammenhängende Wort besser nicht erwähnen sollte. Aber ja, lassen Hat wir er es. nicht. Hat er nicht geschafft. Ja, gut, dann würde ich sagen, hat er seine Chance hier verwirkt. Nee. Ich möchte, dass Sie selber nochmal mit ihm sprechen und das einfach nochmal klar machen. Weil es kann ja sein, dass der ein Officer ist, aber er soll Officer sein und nicht, was? Kriminellen-Linguistiker? Was Naja. ist denn mit ihm? Naja, der Vielleicht wird können wir ihm auch wahrscheinlich. empfehlen, dich beim Sheriff Department zu bewerben. Die suchen doch gerade für die Heldenschmiede noch händeringend und. Vielleicht ist der besonders gut im Digger sagen oder so, wer weiß. Ja, war auf jeden Fall, Gott sei Dank wurde ich vorgeladen. Ich hätte nicht gedacht, dass ich das mal sage, aber Gott sei Dank. Ja, Huckleberry, dann lass mal los. Was denn nun noch? Also, jetzt ich, du hast mich da drauf gebracht. Ich. Ja, uns ist der neue Rekrut Antonuk aufgefallen, der jetzt seit 2 Stunden hier im PD am Rechner steht. Und da ist er gerade in Dienst gekommen, hat sich da hingestellt. Und jetzt hat so lange Sachen zusammengeschrieben bezüglich eines relativ kurzen Vorfalls gestern und eine Aussage, die er da noch eintragen will. Und dann wartet er seit einer halben Stunde, weil er den Funk nicht unterbrechen will, um im Funk zu fragen, ob er jetzt was in die Akte schreiben darf. Ich Ja. kann nicht nachvollziehen, was der Mann am Rechner macht, aber als wir ihn angesprochen haben, meinte er, ja, dann trage ich das jetzt ein und nun ja, dann gehe ich außer Dienst, weil es ja auch schon spät. Wir haben mit der Leitstelle gesprochen. Der Mann ist seit ungefähr 1,5 Stunden im Dienst und hat sich bei der Leitstelle abgemeldet mit der Sache, er müsste Akten schreiben. Es handelt sich genau um eine Akte. Und die ist von gestern in der Nacht, die Schießerei am Yachthafen. Hat eine Aussage, die aus einem Satz besteht, die eingetragen werden muss. Und ansonsten schließt er sich, so wie ich das jetzt mitbekommen habe, wohl der Aussage seines Streifenkollegen an. Ich sage Ihnen ganz ehrlich, Sir, auf den ersten Riecher rieche ich Bullshit. Ist der noch im Dienst? Naja, er steht immer noch vorne am Computer. Seitenscheitel, lila Haare, Rekrut Antonuk. Okay. Ist gedacht, verschwunden ist er. Er stand gerade noch da vorne am PC. Ach, da geht er gerade. Ja, linke Seite. Huckleberry, kommen Sie. Mr. Antonuk? Kommen Sie mal bitte her. Ja, bitte. Mr. Antonuk, haben Sie vielleicht noch eine Sekunde für ein Gespräch in meinem Büro? Ja, habe. Fantastisch. Kommen Sie. Herr Antonuk, sagen Sie mal, ich habe gerade die Information von der Education bekommen, dass Sie ein merkwürdiges, intensives Aktenarbeiten heute machen. Können Sie mir das vielleicht mal erklären, warum Sie 2 Stunden eine Akte bearbeiten, wo Sie eine Aussage reinschreiben? Oder worum ging es da? Insgesamt nicht nur ein Akt, waren zwei, aber ja, ich habe eine Stunde meine Notizen zusammengesucht, ja, und dann wollte ich die Akte also vervollständigen und dann habe ich noch jemanden gefragt, dann sollte ich am besten fragen, ob jemand noch die Akte bearbeitet, Ja. weil sonst ist mir auch schon passiert, da ist was abhanden gekommen. Verstehe ich, ja. Und dann kam aber eine 1043 in die Funk, ganz viel wurde gefunkt. Und ich wollte jetzt nicht dazwischen funken. Wissen Sie, ich habe ja noch nicht so viel Erfahrung. Verstehe ich. Wusste jetzt nicht genau, wann ich dazwischen funken sollte. Gut, in dem Fall hätten Sie die Leitstelle vielleicht mal fragen können, ob die das bemächtigen können oder ob die da mal hinterher fragen können, ob jemand gerade in der Akte XX ist. Ja, also mit der Nummer. Ja. Das können Sie machen, wenn Sie sich selber nicht trauen. Ansonsten ist es einfach nur merkwürdig, dass Sie 2 Akten bearbeiten in dieser langen Zeit. Verstehen Sie, was ich meine? Ja, verstehe, ja. Deswegen nehmen Sie da ruhig mal das Ruder in die Hand und fragen nach Hilfe, wenn Sie Hilfe benötigen. Beziehungsweise fragen das die Leute, die Ihnen helfen können. Und das ist Masters, Huckleberry oder die Leitstelle halt. Ja, weil Okay. Sie bringen hier drinnen, bringen Sie mir nichts. Sie müssen auf die Straße, um Erfahrung zu sammeln. Und wenn Sie hier eine Stunde an der am 2 Aussagen in eine Akte machen, glauben Sie mir, wenn ich eine Stunde Zeit habe für Aussagen, dann mache ich hier alle Akten zu. Wenn Sie Ja. verstehen, was ich meine. Und das ist einfach nicht verhältnismäßig, da müssen wir ein bisschen optimieren. Das war's schon.
Ja, verstehe. Gut. Alles klar. Und jetzt können Sie einen Feierabend. Verbessern Sie das. Okay, mache ich. Dankeschön. Dankeschön. So, kommen Sie mal nochmal in mein Büro, ja? Ja. So, haben Sie mal ein Auge auf den? Ich habe den gerade eine Ansage gemacht diesbezüglich, dass das unverhältnismäßig ist und dass er draußen auf der Streife was lernen soll. Wenn er sich da irgendwelche Notizen wegmacht und die wer weiß wo anbietet, einfach, dass Sie den im Auge haben. Alright. Geben Sie ihm einen Instructor an die Seite, der soll das beobachten und so weiter und so fort. Verstehe, ich verstehe. Ja, das ist einfach so eine Sache, dass das verhältnismäßig bleibt. Okay. Sie noch zur Information, Sir, falls Sie Interesse haben, die Aktion Eastside wird in den nächsten 10, 15 Minuten anlaufen. Ich bekomme gleich eine SMS mit dem Funkkanal und der Uhrzeit, ja. Falls Sie Interesse haben, ein Auge drauf zu werfen. Ich werde da erstmal mich ein bisschen rausziehen und das Ganze mal passieren lassen. Grobe Übersicht, 4 bis 6 Streifen von uns, 2 vom SD und mal sehen, was wir heute dort vorfinden. Archiv und aufgrund eines kleinen Formatierungsfehlers musste unser Infopost mit den wichtigen Informationen aus der Besprechung nochmal gepostet werden. Bitte das zu entschuldigen. Ja. Also, ja, wirklich irgendwas ist schiefgelaufen. Also, ich war Zeuge, Sir, ich habe es gesehen. Ja, ja. Also, ich weiß. Da ist der Bleistift oben vom Monitor abgerutscht und dann auf die Tastatur und. Ja, ich weiß. Alt B, Leertaste und komplett eskaliert, ich sag's Ihnen. Ja. Alles klar. Gut, den Funkkanal, sagen Sie mir einfach mal den Funkkanal, damit ich so ein bisschen mithören kann. Ich weiß ihn noch nicht, aber ich werde ihn den gleich. Sobald Sie den haben. Jawohl. Rechnen Sie mal mit SWOT. Ja, bei Ausbildung geht ja nicht. Richtig. Hm. Da haben wir ja Bennys dabei. Ja. Ja, toll. Apropos, hatten Sie eigentlich mal Gelegenheit, den Vorschlag, den ich gemacht habe, an die IT weiterzugeben, mit diesem, der Möglichkeit, irgendwas über die Streifen oder unter den Streifen einzutragen? Hatte ich tatsächlich noch nicht, aber das kann ich direkt mal machen. Weil das wäre extrem wichtig, dass wir wieder bessere Übersicht bekommen, gerade mit so vielen Kollegen. Gut, dann gebe ich da gleich mal das Leitstellenblatt als Beispiel rein. Großartig. Gut, dann machen wir uns auf den Weg. Ja, bin sofort bei dir. Auch gerade. Da haben wir es ja. Großartig. Frau Sains? Grüße. Sagen Sie, Sie haben Sie alle Informationen, die Sie für die Eastside-Sache weiterhin brauchen? Ich habe gelesen, Sie brauchten da noch was von Freeman. Ja, ist alles perfekt. Ist mittlerweile alles drin. Wundervoll. Ja. Nee, mehr hatte ich gar nicht. Danke. Bitte. Fucking. Oh, scheiße. Okay, das Gewerbeamt. Leitstelle Gewerbeamt, Tanaka Apparat. Ja, Herr Tanaka, Lensch hier, moin moin. Hallo, Herr Lensch. Ich wollte mal anrufen und hinterfragen, wie das Gespräch war, was Sie hatten und weitere Informationsaustausch. Kann ich Ihnen sagen, was Sache ist das? Und zwar, er wird erstmal sein Geschäft behalten. Und mit welcher Begründung? Ich hatte ein sehr, sehr langes Meeting mit Herrn Kades. Und wir werden das weiterhin beobachten. Okay, wie viele Officer müssen sterben, damit das damit er sein Geschäft verliert? Einfach, damit ich eine Zahl habe, die ich an das Kollegium weitergeben kann. Keine. Sagen Sie mir einfach eine Zahl. Naja, wenn Sie keine sagen, dann machen Sie das Geschäft zu. Aber da Sie keine nicht meinen, will ich von Ihnen eine Zahl hören. Eine Zahl kann ich Ihnen nicht geben, Herr Lensch. Ja, Herr Tanaka, Sie müssen die Situation natürlich verstehen. Ich weiß nicht, ob Sie das mit entsprechender Härte vorgetragen haben. Gerne mache ich das auch stellvertretend im Rahmen meines Amtes. Aber ich wäre nicht auf Sie zugekommen, wenn das nicht sehr, sehr wichtig wäre. Wir haben am Freitag und am Samstag weiterhin Beschuss auf Officer gehabt und haben jetzt weitere Maßnahmen geplant. Wenn Sie das nicht zumachen, okay, dann fördern Sie automatisch die kriminelle Energie von Los Santos. Das ist ja in Ordnung. Wir sind ja noch nicht als kriminelle Organisation eingestuft, Herr Lensch. Also, Herr Tanaka, ich verstehe diese Formalitäten. Ich verstehe diese Formalitäten. Es ist auch ein bisschen Politik, die ich in meinem Amt habe. Allerdings ist es so, ich wende mich nicht einfach so an Sie und kann, ich habe Ihnen, wie viele Akten haben wir gesagt? Glaube ich 25 Akten davon. Wir haben ja 18 angesagt. 18. 25, Herr Lensch. Ach, sind Ihnen 18 zu wenig? Wie viel muss ich Ihnen denn geben bezüglich Beschuss auf Officer? Viele davon sind schon abgehandelt und damit nicht mehr relevant für den aktuellen Fall. Achso, und dann die 3 offenen Akten bezüglich dem Beschuss auf Officer, das reicht nicht. Wie viele offene Officer-Akten brauchen wir denn? Ich brauche dazu, ich sage Ihnen das so, wie es ist, Herr Tanaka. Ich gebe das ins Kollegium weiter und das wird dann dementsprechend die Stimmung. Ich werde mit dem Herrn von
von dem Tattoo-Laden einmal reden. Ich werde ihm dazu noch was sagen. Ja, ich habe auch mit dem geredet. Wissen Sie, was der mir gesagt hat? Das haben Sie mir schon berichtet, was er mir gesagt, was er Ihnen gesagt hat. Ach so, Sie meinen das mit den, jedes Mal, wenn ich auf den Officer schießen würde, wäre ich ja Millionär und so. Ja, gut. Also, und das, okay, fantastisch. Okay, was ich nochmal von Ihnen wissen will. Sie brauchen also die Einschätzung als kriminelle Organisation, ist das so korrekt? Weil dann kümmere ich mich da auch um Sie, um das. Wenn die eine kriminelle Organisation sein müssen, dann gehe ich jetzt sofort zum Richter und habe dann Ende der Woche hoffentlich den Beschluss dafür. Weil das mache ich auch. Denn ich muss wissen, was muss ich tun, um die Bürger dieser Stadt zu schützen, Herr Tanaka. Denn das ist das, was Sie hier mir gerade verwehren, in dieser Form. Was muss ich tun, damit die aufhören, damit ich denen zeigen kann, dass ihre Handeln Konsequenzen hat? Hm? Ich werde erstmal mit dem Herrn einmal ein Gespräch führen, Herr Lentsch. Wundervoll. Das habe ich Ihnen gesagt, dass ich mit dem Herrn ein Gespräch führen werde. Wann werden Sie mit ihm ein Gespräch führen, damit ich nochmal mit Ihnen sprechen kann danach? In den kommenden Tagen. Ich muss gucken, wann ich den Herrn erreiche. Ich würde Ihnen nahelegen, das so schnell wie möglich zu machen, damit er sich nicht in Haft befindet, wenn Sie mit ihm sprechen. Weil wir ja natürlich schon die nächsten Maßnahmen planen und dann eventuell wieder das Leben von Officern gefährdet wird. Okay, weiß ich Bescheid. Gut, und dann, wie gesagt, ich treibe jetzt die kriminelle Organisation voran und wenn Ihnen das und lege Ihnen das dann vor. Mal gucken, ob es dann reicht. Okay, Dankeschön. Dann kümmere ich mich weiter. Schönen Tag noch. Okay. Kann ich Ihnen helfen? Kommen Sie rein. Guten Abend, Chief. Ach, Bailey, was kann ich für Sie tun? Ich habe mit Sheriff Perkins gesprochen gestern. Da ging es doch darum, dass ich da mal eine Woche bei denen rumkreuch und fleuch. Und er meinte, ich sollte nochmal runtergehen, mich hier abmelden und dann wieder oben vorstellig werden. Okay. Wäre aber alles soweit geklärt. Gut, dann nehme ich Sie erstmal raus. Jawohl. Warten Sie mal. Sagen Sie mal Vornamen? Torren. Okay. Torren. Wie Sie es aussprechen möchten. Torren. Genau. Torni. So wie der Gott. Ah, Thorin. Okay. Thorin. Genau. Deswegen gut. Auch die meisten sagen immer Torren. Ich habe mich damit abgefunden. So, sehr gut. Dann haben Sie jetzt die Befähigung und die Befreiung, da oben Ihren Dienst anzutreten. Ich mache Ihnen die Tür hier unten auf, ja? Ja, dankeschön. Super, dann melden Sie sich nach einer Woche zurück, ne? Viel Erfolg. Mache ich. Dankeschön. Ja, ich werde mich heute einstellen lassen und ab morgen dann in Ruhe eine Woche Dienst machen. Natürlich. Und dann melde ich mich wieder. Alles klar. Okay, dann danke ich Ihnen. Schönen Tag noch. Hat jemand die Telefonnummer von Staatsanwalt Ford? Ja, müsste ich haben. Nicht, dass ich jetzt hier irgendwie... Mir nicht aufgeschrieben, aber ich habe schon wieder vergessen, wohin. Und das ist die 753? Ja, okay, machen Sie. 753-088. Dankeschön. Gerne. Dann. Hallo. Mr. Ford, ich habe gerade mit dem Gewerbeamt gesprochen und wir müssen die Eastside als kriminelle Organisation durchdrücken, bevor die ihr Gewerbe verlieren. Okay. Das heißt, das ist ein Schritt, mit dem ich mich vertrauensvoll an Sie wende, in der Hoffnung, dass wir das irgendwie durchgedrückt kriegen. Ich weiß, das ist ein relativ heftiger juristischer Schritt, aber wir haben ja aktuell auch schon wieder heftig viele Akten offen bezüglich dieser Sache. 3 Akten sind, glaube ich, offen bezüglich der Eastside Saints. Das ist quasi der nächste weitere Schritt. Ich hatte ja das gestern schon gesagt, also wir sind jetzt haben jetzt erstmal angefangen, die Strafen empfindlich zu erhöhen, also auf das Vierfache teilweise. Ja. Das führt ja jetzt erstmal zu mehreren Verhandlungen die Woche noch. Ja. Und sobald das durch ist und es sich dort auch keine Besserung einstellt, werden wir, habe ich Ihnen ja gestern auch schon gesagt, fange ich an, denen die Schnuffeltücher wegzunehmen und ich fange an, denen ihre Karren wegzunehmen und das beschließt dem, dass ich sie vorher als kriminelle Organisation darstellen muss. Ja, ja, ja. Das ist halt jetzt der nächste Schritt, den ich habe, weil wir explizit vom Gewerbeamt die Information haben, nicht, dass da nichts gemacht wird, bevor das nicht die erste Sache ist. Das ist ja auch eine wichtige Information. Durchaus interessant, ja. Vielleicht kann ich da was machen über einen Richter eher, weil auch der kann sowas entziehen. Ja, das Gewerbeamt macht es auf jeden Fall nicht. Ja, genau. So. Das heißt aber, auf richterlichen Beschluss machen sie es trotzdem. Ja gut, da müssen sie mal schauen. Ich weiß nicht, ob sich da ein Richter so lange aus dem Fenster lehnt. Ich glaube, dafür zu kämpfen, dass das eine kriminelle Organisation ist und das dann Schritt für Schritt zu machen, ist, glaube ich, die... Also unsere Mühlen des Gesetzes arbeiten dort hin, aber sie malen quasi zwar etwas langsamer, aber dafür unergründlich und unaufhörbar.
Also da wollen wir jetzt auch nicht überstürzen, um uns da selber was in die Beine zu schmeißen, in den Weg zu legen. Ja. Weil wenn wir das jetzt überstürzen und ja, dann wir Nein bekommen vom Richter, also wird es deutlich schwerer, das Nein zum Ja zu machen. Genau. Das ist vollkommen richtig. Aber ich habe sie auf dem Plan. Ich habe allein jetzt zwei Anklagen gegen sie laufen, die ich die Woche machen werde. Hoffe ich, dass sie terminiert werden diese Woche noch. Ja. Und dann geht es weiter. Wenn sie dann nämlich weitermachen, und ich gehe davon aus, sie machen weiter, selbst nach den empfindlichen Straferhöhungen, dann müssen wir einfach daran gehen, wo es ihnen wirklich wehtut. Das ist die Organisation, das ist diese Kameradschaft miteinander, die aufzubrechen, denen die Waffen zu verbieten, grundsätzlich Waffen zu verbieten, sei es Baseballschläger, Messer und so weiter, denen die Tücher wegzunehmen als Erkennungsmerkmale, denen an die Karren zu gehen, weil das tut denen wirklich weh, bis die aufhören, verdammte Scheiße, mal auf Officer zu schießen. Ja. Haben doch genug andere Feinde in der Stadt, sollen sich gegenseitig niederballern. Alles klar. Gut. Mach ich Bescheid, ich hab's auf jeden Fall im Auge mit dem Gewerbe. Ich guck mal, ich frag zumindest mal rein theoretisch bei dem Richter an, was der davon hält. Und mal gucken, was der dazu sagt, was das Gewerbe angeht. Weil ich finde, die sollten sich nicht weiter auch noch finanzieren können. Alles klar. Gut, lassen Sie mich das mal mit dem Richter machen. Ich spreche da mit Doyle. Ich habe da einen guten Draht. Ja, machen Sie das. Alles klar. Super, ich danke Ihnen und wir bleiben in Kontakt. Machen wir so, alles klar, Lensch. Ciao. Tja, dann wird das noch ein bisschen dauern. Aber verstehe ich, dass das als kriminelle Organisation zuerst durch muss. Ich glaube, ich habe jetzt noch ein bisschen Druck gemacht auf das Gewerbeamt. Ich denke, die werden da auch entsprechend in das Gespräch reingehen. Wie viele Officer müssen sterben, bevor sie das verbieten? Sagen Sie eine Zahl. 4? Holy shit. Holy fuck. Bisschen Druck aufgebaut, kaum spürbar. Und jetzt müssen wir mal schauen. Machen wir es erstmal über die kriminelle Organisation. Das wird dann Ende der Woche, Anfang nächster Woche wahrscheinlich sein. Naja, wird dauern, ne? Wo ist denn Schaller eigentlich? Ja, tief. Gibt's einen Ort? Also gibt's einen Funkort? Ist schon los? Was ist der Stand? SWAT-Funk, in den nächsten 5 Minuten soll es losgehen. Ich habe gerade die SMS vor 30 Sekunden von Winters bekommen. Ah, ich hatte es schon im Urin. Ja, Sie haben heute ein sehr gutes Zeitgefühl, Sir. Alles klar. Gut, dann höre ich mir das mal an und guck auch mal zu. Wunderbar, bis gleich. Bis dann. Sie haben heute sehr guten Urin, Sir. What? Jetzt könnte ich auf dem Weg, solange die Maßnahme läuft, kann ich mir mal gucken, ob Benny's noch offen, Tyanats noch offen hat. 09 meldet sich im Funkkreis an. Check. Hallo? Streifer 1 meldet sich im Spotfunk. Ja, viel scheinen hier nicht zu arbeiten, ne? Also von Server Grand RP oder GVMP kann man nichts sagen. Ich glaube, GVMP ist ein Anfängerserver. Ja, Grand RP ist nicht zu unterstützen, leider. Also, der Grund, warum Grand RP ein Problem ist, weil die halt so ein Echtgeldsystem haben, mit dem sie sich dumm und dämlich verdienen. Und das ist halt immer eine Gefahr für alle GTA-RP-Server, weil da die Cease and Desist von Rockstar nur so lauert. Grand RP. Wir haben keinen Sektor-Command mehr, ich habe das mal rausgemacht. Einsatzleitung, sobald Go, rücken wir aus. Ich würde sagen, die Sheriff-Streifen 1 und 2 decken direkt das Tattoo-Studio ab. Ist das okay, Einsatzleitung? Nee, negativ. So wie gerade gesagt, das Führungsfahrzeug und das Fahrzeug dahinter fahren zum Tattoo-Studio. Die nächsten zwei Streifen, Fahrzeugstellen Westseite, die nächsten zwei Fahrzeugstellen Ostseite, die letzten zwei Amarillo. Grand RP hat mir... Dann Führungsfahrzeug bitte einmal vor uns setzen. Auch jetzt eine 5-stellige Summe in Aussicht gestellt dafür, dass ich das spiele. Also die schreiben mir auch immer, dass ich da jetzt spielen soll. Ich glaube, da sind wir jetzt irgendwas bei 20 Riesen, wenn ich da mal streame. Aber das ist halt bis unter die Zähne weg monetarisiert, ja. Die verdienen sich dumm und dämlich, ja. Overwatch, bevor ich noch einen Hörsturz bekomme, Sie können sich schon mal in der Nähe von da aufhalten. Und das Geld mit? Nö, brauche ich nicht. Officer, wollen Sie zu mir oder stehen Sie hier nur rum? Achso, nee, ich warte auf meinen Education Officer. Alles klar. Also, das Geld, cool, schön, aber das ist es einfach nicht wert.
Ich versuche am Ende auch das auszuüben, was ich predige, ne? Wenn du Kohle hast, ne, und es nicht mehr eng wird, dann musst du dich auch nicht für jede Scheiße verkaufen. Wirklich, du musst nicht alles mehr annehmen. So, dann ist das einfach vorbei. Du kannst dann Dinge machen, die du cool findest. Das ist ja schön und gut, aber du musst wirklich nicht mehr alles annehmen. Doch, ich würde sagen, also ich glaube, es ist für Anfänger gerade wichtig, auf hochqualitativen Servern zu spielen, weil du als Anfänger merkst du dir sofort den letzten Rotz. Das bedeutet, wenn du auf einem Server spielst, wo es sich herauskristallisiert, mal kurz OOC zu sprechen, was hier auch schon mal passiert ist, weil du vorher andere Erfahrungen gemacht hast, dann ist es schon wichtig, dass du dir diese Sache nicht aneignest. Info für die Einsatzleitung, der nördliche Teil der westlichen Patchlane liegt ab. Kurz mal OOC. Das ist so korrekt, da wir, nachdem wir durch die Patchlane durchgegangen sind, alle Fahrzeuge aufgenommen haben, jetzt die Tattoo-Kreuzung zugestellt haben mit unserem Streifenwagen. Auf manchen Servern ist das normal, auf diesem Server hier ist das nicht normal. Das wird auch nicht zugelassen und gibt es dann halt Gespräche für. Aber nochmal, darum ist es wichtiger, vielleicht auf einem hochqualitativen Server anzufangen und dann nicht. Ne? Eine Info vom Overwatch: das umliegende Gebiet Ölfelder. Oh, der Weg passt doch da. Auch niemand zu erkennen. Ja, Mr. Lynch. Grüße Sie. Guten Abend. Hallo, Mr. Lynch. Rockford, hallo. Kramer, moin. Sagen Sie mal, das soll wahrscheinlich in die Richtung noch offen bleiben, dass Sie hier durchfahren können, ne? Allgemein können wir das laut nicht so komplett zumachen, ja, und immer, ja, ein Stück offen lassen, ja. Okay, alles gut. Aber es sind genug Kräfte vor Ort, die das auf jeden Fall mit. Ich denke, wir haben das jetzt gut eingekesselt. Der Grundteil der Leute ist hier. Okay, fantastisch. Gucken wir mal. Einsatzleitung von Overwatch, gut. Aber wie gesagt, sollen wir das so ausführen mit Hochrichtung Überpark fliegen oder Fahrrädern Ausschau halten? Komm. Ja, check. 26 an alle Officer. Moin mit das. Kann ich irgendwie helfen? Nee, alles gut, in Ordnung. Läuft aktuell gut hier. Ich habe jetzt erstmal mein Fahrzeug hier als zusätzliche Blockade hingestellt. Die zweite Spur ist frei. Ich gucke mir das nur ein bisschen an. Ja. Ne? Lassen Sie sich nicht hier stören. Alles gut. So. Währenddessen mal hier die Kennzeichen. So. Wenn man uns jetzt langkommt, sind wir mal hier auf Seite. Ja. Info vom Overwatch. Schöner, ruhiger Abend. Ja, bis jetzt noch. Keinerlei Bewegung, weder Fahrzeuge noch Personen auf Fahrrädern oder sonstige. Rechte Seite, Miss Sophia Jackson wird jetzt gerade in Gewahrsam genommen, steht auf der Fahndungsliste. Wundervoll. Kann das ST ja direkt mitnehmen? Ja. Wer ist der Mann in dem grünen Anzug? Das sind die Sheriffs, Sir. Die sind kampfbereit. Ich meine, der Mann da vorne in dem windgrünen Anzug. Achso, das kann ich Ihnen tatsächlich nicht sagen. Wie ist da gerade? Tatsächlich nicht bekannt. Stimmt, ein hier ansässiger Anwalt. Gott, ich glaube, Miss Reed hat eine Aversion gegen Kinderfahrräder. Was sagen ja, zu Recht, aber das Fahrrad weggedreht. Zu Recht. Winter, wie ist die Lage? Alles übersichtlich bis jetzt, alles in Ordnung. Keine Vorkommnisse. Wissen Sie, wie der Mann da vorne in dem grünen Anzug ist? Der ist vom Gewerbeamt. Ach, der ist vom Gewerbeamt? Ja. Welcher vom Gewerbeamt ist das denn? Ich habe jetzt nicht nach dem Namen gefragt. Das müssen die Kolleginnen wissen, die Reed vorne. Gehen wir das nochmal rausfinden. Gucken Sie, wie freudig er läuft, seit er wieder gerade laufen kann. Er ist auch noch lange genug am Stock gelaufen, muss ich ganz ehrlich sagen. Naja, er heißt ja nicht umsonst Dreibein Winters. Oder er war im falschen Krankenhaus. Ich werde mich aber nicht dazu herablassen, zu sagen, welches ich falsch halte. Das ist eine rein private Ansicht. So, solange Sie das in Gegenwart von den Medizinern nicht. Die Herrschaft ist eigentlich schon durchsucht und kontrolliert soweit. Ja, check, also der im grau Karo-Musterjacke, der wurde kontrolliert. Die beiden blau-orangenen wurden wohl von Kollegen kontrolliert. Also hier dürften alle durch sein. Ja, so sind vier. Ich habe die Dame kontrolliert. Großartig. Wundervoll. Das sieht doch sehr, sehr koordiniert und ruhig aus. Ja. Ist aber auch eine überwältigende Präsenz, muss ich sagen. Und da oben ist ein Helikopter. Also. Naja, das Sheriff's Department direkt ans Wort geschickt. Frag mich, ob die Miniguns dabei haben. Interessante Sache. Was ist denn das? Der Typ ist gar nicht, der unterstützt das Gewerbeamt, sagt er. Sein Name ist Vince Tucker, kommt aber vom Paletti und Partner. Der Schuppen hier wird eine Woche dicht gemacht. Können Sie den vielleicht mal hier rüber bitten, Winters? Ja, klar. Dankeschön. Dem Hygienemängel. Haben Sie Ratten gefunden, oder was? Ja, der Name
Los Santos Tattoo ist geschützt. Eigentlich hat Paletti die Markenrechte. Mr. Tucker. Wunderschönen guten Abend. Ich grüße Sie. Ich war verblüfft, Sie hier anzutreffen bei einer Maßnahme von uns. Ich war vor Ihrer Maßnahme hier. Naja, Sie haben... Wann Sie dazugestoßen sind, war mir nicht bekannt. Ja, also, Mr. Tucker, verzeihen Sie die Frage. Freiwillig? Ich ja. Okay, gut. Danke. Also Sie können das sagen, wenn Sie... Sie meinen, ach so, ob ich hier freiwillig bin? Ja. So halb, ne? Okay. Was machen Sie denn hier, Mr. Tucker? Also nicht gar nichts mit den Jungs und Mädels da hinten zu tun, sondern eher mit... Na, ich habe Ihre Flecke auch nicht gesehen, die Sie tragen. Ja, genau, die habe ich in der Hose drin, in der Anzugshose steht mir nicht so gut. Nee, ich war gerade bei Chief Justice Burke und wir sind die Gewerbe durchgegangen. Und das Ding wird jetzt hier für die Woche zugemacht erstmal, deswegen war ich hier. Und der Tanaka hat sich nicht getraut, hier hinzufahren. Genau. Ja, ich bin irritiert, ich habe gerade mit dem Herrn Tanaka gesprochen, der hat noch sehr, sehr Widerworte gegeben. Und ich habe ihn aber gefragt, und vielleicht hat ihn das ein bisschen sein Herz aufweichen können. Ich habe ihn gefragt, wie viele Officer müssen denn, also ganz dezent, sagen wir mal, eine passiv-aggressive Frage gestellt, muss ich leider eingestehen. Ich habe ihn gefragt, wie viele Officer sterben müssen, bevor dieses Geschäft geschlossen wird. Und er konnte mir keine Zahl zwischen 1 und 10 nennen. Ja, das ist natürlich, ja. Ich hatte mit, wir haben drei Gewerbe gerade, die kurz vor der Schließung stehen. Und Chief Justice Burke hat gerade gesagt, machen Sie den Laden einfach zu für eine Woche, setzt dann Richter drauf an. Und dann gucken wir mal, ob die Einnahmen bzw. die Umsätze für ihre kriminellen Machenschaften nutzen. Und dann habe ich gesagt, ja, das ist doch super. Alles klar. Da bin ich gerade zu denen und habe denen gesagt, ist jetzt zu hier. Kommt gleich auch eine Absperrung drauf. Beziehungsweise Morales müsste gleich da sein. Ja, und dann kam auf einmal Helikopter und... Ne? Vielleicht sind wir dann noch ganz richtig. Dann können Sie das hier noch in Ruhe machen, ohne dass Ihnen... perfekt. Ne? Wissen Sie? Sehr gut. Dann rufen Sie aber Morales mal an, dass der einen Finger zieht. Der kommt wahrscheinlich gerade nicht hier rein. Wir sind hier Partner mit dem Laden jetzt hier bis auf weiteres Mieten. Wir sichern das Ganze jetzt noch ab, bis ihr den Laden... Wo seid ihr denn? Weil dann werdet ihr durchgelassen mit den Absperrungen. Check. Ja, dann kommt er hoch. Ja, ist er. Kollegen, der Wagen, der da kommt, kann passieren. Ah, da sind sie schon. Da sind sie schon. Sehr gut. Ja, das hat der Chief Justice mir gesagt, dass da wohl ein bisschen viel... Bisschen viel gerade passiert. Bisschen viel. Aber es sind nicht nur die, ne? Bennys haben wir da auch im Fokus. Da beobachten wir gerade aber noch. Genau. Die sind allergisch gegen Knoblauch bei Bennys. Aber das ist ja das Schöne, weil die haben ja alle schon mal für uns beim Hafen gearbeitet, ne? Wollen Sie mir gerade sagen, dass Sie die ausgebildet haben? Was die handwerklichen Tätigkeiten angeht, ja. Okay, ich dachte, ich muss jetzt eine Aussage aufnehmen. Hallo. Die haben alle Panik vor der Hamburger Schelle von Paletti, ne? Ich weiß, in Europa wird das noch ein bisschen anders gemacht. Ja. Mach einfach vor die Tür, ne? Ist das dieses Ding? Noch eine Frage? Besser so. Ja, genau. Das ist von ihm, ne? Das ist persönlich ein guter Freund von ihm gewesen, ne? Der Henschel, ne? Verstehe. Auf jeden Fall habe ich dann gesagt, seid froh, dass Paletti nicht hier hinkommt, ne? Was macht ihr hier für Faxen? Und der Laden wird jetzt dicht gemacht und dann haben sie gesagt, okay. Ja. Und dann haben die jetzt, glaube ich, gedacht, dass sie wegen mir kommen. Da habe ich jetzt aber nichts mit zu tun. Nee. Aber hat doch gepasst, ist doch schön. Das Ding hier feierlich zugemacht. Na klar, man muss das ja auch standardsgemäß machen. Sie können ja nicht einfach hier hinkommen mit ihrem grünen Anzug und denken, dass die Polizei Los Santos nicht auf ihrer Seite ist. Sehr gut. Ist ja auf ihrer Seite. Jetzt habe ich auf jeden Fall eine Idee, warum der Herr Kennis gesagt hat, Herr Tucker, kümmern Sie sich mal um die Gewerbe. Ne? Herr Tanaka scheint da nicht durchgreifen zu können. Ah ja. Ach, so ist das, ja. Ja gut, also wie gesagt, mindestens eine Woche zu. Chief Justice Burke wird das an einen Richter abgeben. Mhm. Der wird die Konten überprüfen und Akteneinsicht und so weiter. Und dann, wird da ermittelt. Ne? Naja. Genau. Ja gut. Naja. Ist wie es ist, ja. Ja, ist wie es ist. Muss man sich halt nicht wundern, ne? Weil gibt ja genug andere Tattoo-Studios in der Stadt auch, ne? Sollen die sich ihr Gesicht halt woanders tätowieren? Ich wollte gerade sagen. Ja. Diese ganzen Kronen und... Ja. Kronen und Herzchen. Kronen, Herzen, Tränen. Auf die Wange und so. Ach ja. Akas. Ich meine, ich bin ja auch komplett tätowiert, aber man sieht's nicht. Das sind seit Jugendsünden, ne? Also Sie haben gerade wirklich ein bisschen mehr... Sie haben gerade Kredibilität bei mir verloren, als Sie es gesagt haben. Ist das so? Naja. Aber ich sehe Sie... Solange ich es nicht sehen kann, baut sich das langsam wieder auf. Oder? Das ist schon richtig. Ich gebe das meinen Officern auch. Ja, also Hände müssen frei sein, ne? Das ist immer alles so, ich muss mir die mal alle entfernen lassen. Ne? Hm. Ich habe auf der rechten Wade habe ich eine
habe ich eine Zündkerze. Weil ich damals so viel an Autos geschraubt habe. Muss ich mir vorstellen. Würde ich nie mehr machen. Ich habe das bei Huckleberry auch. Wenn man die Uniform aussieht, würde man denken, das ist kulturelle Aneignung wegen Blackfacing. Oh. Aber zum Glück hat er die an. Sehr gut. Das war ein Spaß. Ja. Also, es gibt ja Leute, die tätowieren sich den Arm schwarz. Und umso schwärzer der ist, umso mehr Morde haben sie auch. Kerbholz, ne? Okay. Wurde mir gesagt, das ist so eine Straße. Deshalb frage ich langärmlich. Taka, wie ist denn das eigentlich mit dem Polizeidepartement? Sie haben das mal bei uns angekündigt und jetzt ist eine Weile nichts passiert. Ja. Weil wir platzen aus allen Nähten. Ich sag's Ihnen, wie es ist. Gucken das Sie mal, was hier für Beamte sind. Nur gucken Sie sich mal die Riesenbaustelle an. Da muss ja erstmal alles abgerissen, gesprengt werden. Ne? Ja, aber vorher sprengen Sie anscheinend noch den Highway. Ich bin letztens in die Baustelle fast im Norden gefahren. Haben Sie das mitbekommen? Stellen Sie mal vor, wir hätten das nicht gemacht. Da hätten Sie 6-mal die Stoßdämpfer neu machen lassen wegen den ganzen Schlaglöchern. Ne? Ja, aber das sind amerikanische Zustände, das ist ganz normal. Ja, die Autos schief. Was mit den Autos? Welche Autos? Die alten. Der Blaulichtflüssigkeit. Ach so, ja, aber da stimmt, da fehlt ja auch noch was, die Blaulichtflüssigkeit. Ja. 24 Stunden in die Wartung sollten. Ja, stimmt. 24, ja, das ja. Nur 24 Wochen. Das ist 24 Tage her. Ja, also wir haben da was in Planung, aber die sind gerade noch, die werden gerade noch getestet und ausreichend geprüft. Die sind halt immer nur auf Flachland unterwegs und hier in Los Santos haben wir ja schon ein paar Berge, ne, und cool. Ja, genau. Ja. Aber wir haben ja so ein bisschen was machen lassen an der Endgeschwindigkeit und Beschleunigung. Ne? Da haben wir ja noch ein paar Teile kommen lassen. Naja, aber das ist ja, das wird ja auch teuer bezahlt bei Teilnutz. Ja. Sag ich Ihnen ganz ehrlich, ich kriege die Rechnung. Ich sehe das. Tatsächlich? Ja. Ja gut, sagen Sie mal, wie sieht denn das eigentlich aus, wenn ich Sie gerade schon, um das Thema mal zu wechseln, was neue Fahrzeuge angeht, das Sheriff's Department. Es hat jetzt 8 Scharniere bei uns bestellt. Mhm. Da hatten wir gar keine Einigung. Sie sind ja der Chief von allen. Aber die haben eigenes Budget, sie können das über die ablehnen. Also, das heißt, wenn die bestellen, kann man ruhig, ja? Genau, das ist ein eigenes System. Die kriegen auch eigenes Budget vom County. Sehr gut. Das muss ich nicht bezahlen. Und so die Sheriff Perkins haushaltet das selber. Okay, perfekt. Gut. Nicht jetzt. Mich letztens gewundert, da hatten wir, wie viel waren das Morales? Es ist ein bisschen kalt heute hier. Ja, erst hatten wir 6 und dann hatten wir eine 8, ja. Ja, hinter waren es 8. Es wird wirklich und 15 wollten wir aber haben, aber wir hatten nur 13 Grad, ne? Ja. Naja, gut. Also, okay. Gut, dann würden wir den Jungs und Mädels jetzt noch sagen, dass die dann auch ihre Lager leer räumen und dann. Ah, Mr. Winters, wollen Sie was sagen? Ja, wie wär's mit Jacken? Winterjacken, ja, richtig. Morales? Warten Sie, Moment. Ich muss mal den Block aus dem Tasche holen hier. Ich dachte, die wollten noch mehr Scharniere, Winters, weil wir haben ja nur 2 und die sind ständig kaputt. Ach verdammt, ich hab's gemeint. Heißt Winters und wollen eine Winterjacke haben. Ja, richtig. Okay, das ist Officer Winters, der sich nun im Rahmen seines Aufenthalts in Los Santos immer mal über die prominente Tucker, Plakatierung. Doch. Ja, die Schilder. Sie wissen doch. Okay, sie, die Anti-Winter Pro-Sommer-Kampagne. Die mit dem Mittelfinger. Ja. Habe ich persönlich designt, das Ding, ne? Aber die meiste Hitze verliert man doch über den Kopf und der hat doch eine Mütze auf. Es reicht nicht aus. Wir nennen ihn den eiskalten Winters, also. Ja. Also Sie meinen so Rollkragen. Eigentlich nennen wir ihn ja den Dreibein-Winters, aber das hat andere Gründe. Haben Sie keine Jacken? Wir haben keine Jacken, nein. Sie haben keine Jacken? Nein, wir haben nur Westen. Wiederholen Sie es nochmal, damit der Morales das jetzt auch mitkriegt. Dass der das Morales, wir haben aktuell keine Jacken. Keinerlei Jacke. Gucken Sie mal, drehen Sie mal zur linken Seite, das ist Officer Winters und er ist der Monopolizei. Er friert. Keine Jacke. Aktuell Doppel L, ne? Ja. Keine Jacke. Aber nur mit einem K, ne? Nach Ihnen, dass der Winter kommt näher, ne? Richtig. Also was ich Ihnen direkt anbieten kann, wir hatten doch mal so eine Heizstrahlung. Ja, also wir haben eine ganz dicke Jacke. Muss ich mal gucken im Lumpensack unten. Ja, unten habe ich die, glaube ich, liegen. Also die haben wir, die sieht aber nicht schön aus, aber die hält warm. Naja, schön, also sie muss schon den standardisierten Vorschriften des Polizeidepartements entsprechen. Aber guck, dementsprechend ich finde das an. Schön ist da keine Voraussetzung. Kann ich noch sagen. Also das ist schon eher so, und das ist schon so eine schöne Winterjacke, ja. Aber die Sheriffs haben schöne Sachen, ne? Ja, ich bin auch, ich muss ich ganz ehrlich sagen, ich versuche auch das Department nicht zerbrechen zu lassen, weil es so deutliche Unterschiede gibt in der Priorisierung der Optik. Das heute hat ja schon wieder einer gewechselt, Bailey. Stimmt, heute ist einer gegangen. Klamotten. Aber doch nicht wegen der Klamotten, oder? Also er sagt, wegen der, weil er die Nase reinhalten will, aber ich glaube, er meint die Nase in die Klamotten. Ja, aber dann seien Sie froh, dass er weg ist. Kümmern wir uns um. Wann ist Winteranfang? Wir haben 13 Grad, wir brauchen die Jacken jetzt. Ja. Winters, bleiben Sie doch mal ruhig. Sie wollen den Finger haben, nicht die Hand.
Wir schauen mal, was wir da machen können. Genau. Vielleicht kriegen wir so eine Sheriff-Jacke umdesignt oder so. Kannst du mal die Näherin da fragen, die Gisela? Ja, mach einfach schwarz einfärben. Genau. Kommt da einfach ein LSPD-Logo drauf und für dich. Ja. Alles in schwarz, bam. Wundervoll. Mhm. Genau. Ja, gut, dann sind sie hier fertig jetzt? Nee, die sagen denen, die sollen jetzt noch hier ihre Lager räumen, alles, was die da an persönlichen Sachen drin haben. Mhm. Und dann gucken wir auch nur noch fertig. Das hier abgeschlossen. Türschloss geändert und tschüss. Gut, dann warten wir noch eine Sekunde und. Ja, genau. Ich sag dir mal Bescheid. Ich schicke Levi den hoch, ne? Jo. Er macht das. Also negative Situation unter Kontrolle. Ja, großartig. Wir brauchen die Jacke dringend, weil sonst kommt Winter, wenn man nicht mehr zur Arbeit ist im Winterschlaf. So, der. Der bringt jetzt die Sachen, die sie da drin haben, noch raus. Und dann fahren wir ab. Jo, machen wir. So. Einmal bitte. Gut. Und wir wieder weg, oder? Ja, wir warten noch, bis der alles raus ist. Alles klar. Ach, das ist leer. Herr Minstergott, das heißt, Sie haben Info über die Fahrzeuge? Dann würden wir den. Kommt, also ich habe ihn gerade angesprochen von Paletti und Partner. Die kümmern sich. Ah, okay. Okay, scheint durch zu sein. Bleiben Sie da hartnäckig, Marino. Bleiben Sie da hartnäckig. Ja. Ich weiß. So, sind wir durch? Ja, die haben alles raus. Ich mache jetzt die Türschlösser, ändere ich und dann kommen die auch nicht mehr rein. Alles klar. Super. Ja? Danke. Okay, bis dann. Ja, so, Sie, Einsatzleitung, Sie können aufsatteln. Alles klar. Perfekt. Gut, die Einsatzleitung nochmal mit der Meldung. Wir satteln auf und ziehen ab. SD verlässt den Funkkreis. Die Einsatzleitung nochmal. Einsatz beendet. Vielen Dank für die gute Arbeit. Das hat super geklappt. Besser als gestern auf jeden Fall. Ihr könnt den Subwoofer an euch neu einteilen lassen und den Spotfunk verlassen. Danke nochmal. Einsatzleitung, Ende. Streifen 1, 6 ist gemeinsam hier entscheidend. Unangenehm. Kommst du hin, mach nie den Laden dichter. Ich habe nicht mal was beigetragen dazu. Aber es sah so aus, als hätte ich was beigetragen. Oh Gott. Oh mein Gott. Oh no. Das sah wirklich so aus. Ich komme da hin, stehe da vor. Ja, jetzt machen sie den Laden mal dicht hier so. What the fuck? Der eingetimte Lensch. Wirklich. Der Timing-Lensch. Und weißt du, was das Geile ist? Wir fahren da die nächsten Tage trotzdem rein. Oh nein! Oh mein Gott. Einfach trotzdem. Einfach mal Hallo sagen. Unbekümmert einfach sich mal melden und fragen, ob da alles in Ordnung ist. Uff, Bennys auch, Alter. Uff, Alter, da scheint auch richtig, da scheint allgemein so ein bisschen wild zu werden. Ich sag dir, wie es ist, Huckleberry. Ich finde, let it snow. Wenn das besser mit den Jacken wirklich was wird, dann. Dann müssen wir Winters befördern, hören Sie auf. Naja, oder sowas. Aber dann hat doch das Eskalationsgespräch mit Tanaka was gebracht. Da bin ich mir nicht sicher. Winters, wenn wir eine Winterjacke haben, gibt es dieses Jahr keinen Winterschlaf, ist das klar? Ja. Gut. Versprochen. Aber die haben das ja vorgetragen zum. Die haben das ja, der hat das ja wahrscheinlich seinem Vorgesetzten Kennis gegeben und die haben das dann an Paletti eskaliert. Ja, aber so wie das klang, hat Tanaka sich ja nicht durchsetzen können. Ja, aber er hat es den richtigen Leuten gesagt, die sich durchsetzen konnten. Ja. Das ist ja eigentlich das Ding. Großartig. Wundervoll. So, ich mach Feierabend. Ja, ja, Feierabend. Ja, Hackelmaß. Ach, schön Feierabend. Am Chief, gleichfalls. Das ist natürlich unangenehm. Und du kannst halt auch, das Ding ist, du kannst immer kriminell sein und solche Businesses haben, ne? Aber du darfst nicht mit der Polizei ficken, Alter. Du darfst nicht den auf die ganze Zeit Polizei drückenden Superman spielen. Weil das funktioniert leider nicht. Das wird schwierig. Oh. Eine entscheidende Sperrung. Dann fahre ich mal woanders lang. Also das geht ruhig. Also man kann das schon zusammen machen. Also es gibt Möglichkeiten, kriminelle Aktivitäten und Geschäfte zu verbinden. Es ist halt immer um die Verhältnismäßigkeit in Frage gestellt, ne? Karre ist ja herrlich. Das hier, das ist ein 25e BMW oder 24e BMW irgendwas. Das ist mein neuer. Der ist leider noch nicht getuned, weil bei Tire Nuts fahren die ganze Zeit so Ferraris rein und so ein Scheiß. Während ich hier mit meinem kleinen Knutscher, da kann ich nicht mithalten. Wird dies hier auch geklappt? Ja, aber das war noch ein bisschen was anderes. Wir haben die Leute halt nur zusammengeschlagen. Nur in Anführungsstrichen. Wir haben sie halt nie beschossen. Polizisten schon gar nicht. Nee, Motorrad fühle ich jetzt nicht für Lensch. Krass, also ich hätte nicht gedacht, dass es so schnell geht jetzt.
Mal gucken, wie das die nächsten Tage wird. Ob die weiter so die Polizei malträtieren oder wie das so ist.